Hey Leute, hier habe ich euch jetzt die Komag bzw. Zwillings-Komag mitgebracht. Ihr wisst ja, wie das mit den Zwillingswaffen und den normalen Versionen immer ist. Die unterscheiden sich in 4 Stats oder auch ein paar mehr. Und hier sind es jetzt mal 5 Stats, nämlich die 4 Stats wie immer, Feuerrate, Genauigkeit, Magazin, die Nachladezeit und dazu dann noch die Crit-Chance. Ja, nichtsdestotrotz, beide Waffen werden absolut gleich gemoddet und die Zwillingsversion ist um einiges besser. Ist eine ordentliche Fun-Waffe, hat eine 3er-Disposition, die normale hat eine 4er-Disposition, aber trotzdem ist die Zwillingsversion absolut angenehmer zu spielen und auch in meinen Augen besser. Was habe ich drin? Honnissenstich, tödlicher Schwall, Laufstreuung, Revolverheld, damit wir eine brauchbare Feuerrate haben, Ruck, Pistolenpestilenz, Pathogenprojektile, Zuckung. Warum Revolverheld? Ihr erinnert euch vielleicht noch, dass wir bei den Primärwaffen auch so eine Waffe hatten, nämlich die Kom. Die Komags sind genau dasselbe wie die Kom. Was bedeutet, wir schießen, werden schneller, machen mehr Pellets, machen mehr Schaden. Und schaut mal, wie das streut. Witzig. Problem ist, unsere Munition ist direkt weg. Also ich bin kein Fan dieser Waffe. Sie macht Spaß, auf jeden Fall. Ist sie gut? Ich würde sagen, nein. Weil die Munition ist innerhalb von ein paar Sekunden aufgebraucht. Aber dafür machen wir schnell viel Schaden. Aber wir müssen nah dran sein. Also es ist wirklich schwer, sich zu dieser Waffe eine Meinung zu bilden. Also ich habe ja gesagt, sie macht wirklich Spaß zu spielen. Aber dieser abartige Munitionsverbrauch. Und früher war das ja noch schlimmer gewesen. Okay, ich will meine letzte Aussage überarbeiten. Die Waffe ist schon gut, aber der Munitionsverbrauch ist halt wirklich, wirklich abartig. Das heißt, ohne Plättchen oder Carrier oder sonst was schaffen wir es halt eben nicht, das hier über Wasser zu bleiben. Ich kann es mal nochmal jetzt mit Carrier probieren. Weil die Waffe ist schon, wenn man sie über Wasser halten kann mit Munition, ist die schon gut, auf jeden Fall. Nur es ist halt wirklich schwierig und man muss nah rangehen. Oh, das hat aber genau gereicht. Warum auch immer mein Carrier gerade hier nichts am Machen ist. Okay. Also, ja, was ist da unsere Meinung? Die Waffe ist schon gut, also so ist es nicht, aber der Munitionsverbrauch ist hardcore. Also, als Fun-Waffe und bis Level 150 absolut kein Problem. Wir können rein theoretisch auch noch drüber hinaus vorstoßen, aber wir müssen bedenken, irgendwann verbrauchen wir für einen Gegner die komplette Munition, also alle Magazine, die wir haben. Und ich persönlich würde sagen, bis Level 150 und davor ist halt eben alles Spaß und easygoing. Also sagen wir mal, ich hole jetzt nur Level 100er Gegner, da dürfte ich mich durchschreddern, als wären die gar nichts. Genauso habe ich mir das vorgestellt. Wunderschön. Gut, viel mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Ich hoffe, ich konnte euch hiermit helfen. Falls ja, lasst mir doch ein Abo und ein Like da. Und bis bald.